Hallo, mein Name ist Christian Gabriel. Ich bin Lehrer für Fachpraxis an der Meisterschule in Kaiserslautern. In den folgenden Videos möchte ich euch einige Techniken am Stein zeigen. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Schlag zieht. Hier ist eine Übersicht über die einzelnen Arbeitsschritte am Rohblock. Begonnen wird mit dem Preller oder Bossiereisen. Damit wird das überschüssige Material weggeprellt. Der nächste Arbeitsschritt wäre das Einbeizen mit dem Beizeisen. Dieses wird 45 Grad zur Linie gehalten und in mehreren Arbeitsschritten, wenn nötig, auf den Riss oder leicht über den Riss gebeizt. Der nächste Arbeitsschritt wäre das Wegspitzen mit dem Spitzeisen. Es wird handbreit gespitzt zum Steininneren, damit man sich einfach genügend Platz schafft für den nächsten Arbeitsschritt. Der nächste Arbeitsschritt wäre das Zahnen mit dem Zahneisen. Es wird drei Finger breit gezahnt, also ein Finger weniger. Das Zahneisen wird auch 45 Grad zur Vorderkante gehalten. Einen Finger weniger, damit beim Bearbeiten, dass die Zähne, die Spitzen nicht in das volle Material reinarbeiten. Der nächste Arbeitsschritt wäre das Schlageisen, den Schlag ziehen. Dabei auch wieder in 45 Grad, zwei Finger breit, einen Finger weniger, also wieder. Ungefähr zwei Finger breit, also breit genug soll der Schlag sein, damit man entweder zur Kontrolle einen Richtscheit oder eine Wasserwaage auflegen kann, ohne dass diese auf Unebenheiten aufliegt. Hier noch einmal die Übersicht, mit welchem Werkzeug die einzelnen Arbeitsschritte ausgeführt wurden. Genauso wichtig ist es, dass das Werkzeug immer ordentlich neben dem Arbeitsplatz liegt, nie auf dem Stein, sodass man alles immer griffbereit hat. An einer gesägten Fläche wird man die Linie mit der Reißnadel und einem Richtscheit anreißen, mehrmals so tief, dass wenn man mit dem Finger drüber wischt, der Riss nicht verloren geht. Der nächste Arbeitsschritt ist mit dem Preller oder Bossiereisen. Dabei ist zu beachten, dass die höhere Schneide an den Stein angelegt wird, ca. 2 bis 3 mm über den Riss und auch seitlich etwas versetzt über den Stein. Dabei ist es wichtig, von Stein zu Stein auch sehr unterschiedlich, also in welchem Winkel das Eisen gehalten wird. Auch sehr wichtig, dass es mit einem kräftigen Schlag bossiert wird. An dieser Stelle ist jetzt zu sehen, dass der Winkel etwas zu steil war, deshalb das Bossiereisen sehr stark nach unten gezogen ist. Am anderen Ende
Auch ganz wichtig, dass das Posiereisen leicht über den Rand rausgesetzt wird. Der nächste Arbeitsschritt mit dem Beizeisen: die Kanten sichern. Dabei das Beizeisen im 45-Grad-Winkel leicht ansetzen, dabei leicht schräg halten, wenn etwas mehr wegzubeizen ist, dann wird dies in mehreren Arbeitsschritten zum Riss gearbeitet. Ganz wichtig ist es, dass man die Kante, den Riss noch leicht sieht, also nicht der Riss mit dem Beizeisen weggearbeitet wird, und auch der Winkel, also nicht mit dem Beizeisen im 90-Grad-Winkel zur gesägten Fläche, sondern leicht schräg. Hier sieht man auch nochmal, dass es erforderlich ist, in mehreren Schritten mit dem Beizeisen an den Riss zu arbeiten. Ganz wichtig ist, nach jedem Arbeitsschritt seinen Arbeitsschritt auch zu kontrollieren. Hier kann man schon genau sehen, ob eventuell noch kleine Unebenheiten vorhanden sind. Der nächste Arbeitsschritt ist das Wegspitzen des Materials. Dabei wird die Spitze des Spitzeisens am Beizhieb angesetzt und es wird immer zum Steinmittelpunkt von der Außenkante gearbeitet. Und zwar handbreit, damit genügend Platz gearbeitet wird für die folgenden Arbeitsschritte. Statt mit dem Kehrbesen saugen wir den Staub mit den Saugpistolen ab, um der Silikose vorzubeugen. Auch hier wieder die Kontrolle mit einem Richtscheit, dass so eben und so tief wie möglich gespitzt wird, also jeder Arbeitsschritt ausgereizt wird. Der nächste Arbeitsschritt ist das Zahnen. Dabei ist es wichtig, dass das Eisen im 45-Grad-Winkel zur Vorderkante gehalten wird. Zu Demonstrationszwecken beginne ich an der linken Seite des Steines, da diese letzten 5 cm sowieso immer von der anderen Seite gearbeitet werden müssen, um ein Ausbrechen des Steines zu verhindern. Dabei ist zu beachten, dass die Zahnenden nicht über den Rand schauen, sondern im Beizhieb aufhören. Man beginnt als Rechtshänder von der rechten Seite des Steines, damit man immer den Schlag im Blick hat. Eventuell muss der Zahnhieb verbreitert werden, damit man 3 Finger breit den Zahnhieb zieht, also einen Finger weniger wie gespitzt. Auch hier wieder die Kontrolle am Ende mit dem Richtscheit, um einige Unebenheiten eventuell noch ausbessern zu können. Der nächste Arbeitsschritt ist mit dem Schlageisen.
Dieses wird auch wieder im 45 Grad von rechts nach links gearbeitet. Hier wieder die letzten 5 cm von der linken Seite zur Demonstration. Dabei ist es wichtig, dass die Ecke der Schneide über die Außenkante herausragt. Circa 2 bis 3 mm über die Kante herausragt, damit die Kante gesichert ist. Auch beim Arbeiten ist es wichtig, dass man einen leichten Druck des Eisens nach innen gibt, damit der Schlag innen kräftiger ist und somit die Außenkante geschützt wird. 2 Finger breit, wieder einen Finger weniger wie das Zahneisen. Hier sieht man auch nochmal die 45 Grad. Am Rand vom Beizhieb wird fast nichts weggenommen. Deshalb ist es wichtig, den Druck mehr auf die Innenseite des Eisens zu legen. Den Hieb je nach Breite des Schlageisens eventuell in einem zweiten Schritt zu verbreitern, sodass man die 2 Finger Breite bekommt. Auch ist es wichtig, dass man die einzelnen Hiebe noch erkennen kann, also nicht zu fein arbeiten, was eine handwerkliche Bearbeitung ausmacht. Mit dem Richtscheit kontrollieren und dazu mit dem Bleistift kleine Unebenheiten von oben markieren, die noch weggearbeitet werden können, damit der Schlag perfekt gerade ist. Hier kann man schön erkennen, an welcher Stelle noch weggearbeitet werden muss. Anschließend mit dem Richtscheit nochmal kontrollieren, ob das Richtscheit, indem man es leicht schräg hält, ob es überall aufliegt. An der Seitenansicht sieht man nochmal schön die Übergänge der einzelnen Arbeitsschritte. Zuerst 2 Finger breit den Schlag, dann 3 Finger breit mit maximal 1 mm Übergang den Zahnhieb und dann handbreit nochmal 1 mm höher der Spitzhieb. Hier auch nochmal schön zu sehen, warum der Schlag ca. 2 Finger breit sein muss, damit auch eine Wasserwaage auf dem Stein stehen kann.